Hallo, meine Freunde, und damit auch wieder herzlich willkommen hier zurück hier zum Forstprojekt im Landwirtschaftssimulator 2015 mit dem Tino. Hi Leute, und dem Randy. Ja, und Clicky ist diese Woche leider nicht dabei. Ja, er kam leider die Woche etwas später von der Arbeit wieder und dann musste er jetzt noch ein paar Dinger tun wegen einem LKW, bla 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 bla. Hat er euch ja alles schon in EDS erzählt. Deswegen hat er leider keine Zeit, deswegen bin ich mit denen hier alleine. Der freut sich genauso wie ich. Und, ja. Auch wir müssen Dinge tun. Ja. Aber wir werden das dementsprechend auch schon noch zu zweit hinkriegen. Auf jeden Fall, du hattest ja da schon mal einen schönen Haufen gemacht. Wie viel Geld haben wir? 201. Also ich mache jetzt ja eins. Ich fahre jetzt erstmal den hier weg. Den LKW. Da haben wir nämlich diesen ganzen Quark hier drauf geladen. Die Bäume, die uns erstmal so im Weg standen. Die sind so widerlich. Das Problem ist natürlich auch, ich hatte mich riesig gefreut, wir hatten uns alle riesig gefreut, ich denke ihr auch. Es sollten ja neue Sachen jetzt hereinkommen. Das hat er leider noch nicht geschafft, ja. Diese Woche, und das muss man leider dann auch noch ein bisschen verschieben, aber das ist, hoffe ich, verzeihbar. Und dann wird, denke ich, nächste Woche auf jeden Fall dann. So, haben wir neue Sachen, haben wir auf jeden Fall hier die eine neue Fabrik, glaube ich, dann drin und so weiter. Und vielleicht schaffen wir es ja und können den Clicky überraschen, bis er wieder da ist mit einem zweiten Sägewerk. Ja, können wir gucken, wo wir das dann am dümmsten noch hinstellen, aber das könnte... Na, bei das Erste. Ja, gut, klar. War das geplant? Ja, schlimm, es war das Logischste von allen, ja. Ja. Sag mal, knistert dein Mikro? Knistern? Ja. Ne, aber warte mal. Immer wenn du was sagst, hast du so ein kleines Knistern drin. Jetzt nochmal irgendwas. Hallo. Halli. Ja, es ist immer noch. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es bei mir die Kopfhörer sind. Sag mal was. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Jetzt ist es weg. Glaube ich. Ja. Sollen wir so ein kleines so. Hup. Das könnte aber auch, wie gesagt, ich habe jetzt mal einen Ventilator ausgemacht. Wieder da. Der liegt schon mal nicht am Ventilator. Oh Gott, diese Baumstämme sind einfach so riesig. Oh nee, oder? Alter. Muss ich hier wirklich andersrum fahren? Ach Mensch. So, Moment, gleich wieder da, hier, da drehen wir einmal so rum. So. Du hast ja noch den anderen Anhänger, der beladen ist. Ja, den mache ich ja auch gerade. Na, du hast mich gerade ja mit deinen Knistern ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber William Lock ist auch aktiv. Du hast kein Übersteuern oder sonstiges, sondern... Hat bei mir nochmal geguckt. Keine Ahnung, ich weiß ja nach der ersten Luft, da werden wir mal kurz rein und da werde ich ja sehen, ob da irgendwas ist oder ob das nur eine Einbildung ist. Ja, das Knistern, wie sieht denn deine CPU aus? Weil wenn deine CPU zum Beispiel auf Anschlag läuft, dann hast du immer so ein Knistern im Sound drin, weil er... 50%. Gut, dann nicht. Das tritt eigentlich erst ab 95% aufwärts auf. Das hatte ich damals in GTA. Das lag auch noch im Arbeitsspeicher. So, komm her hier, Krabschi. So, haben wir Geld gekriegt? Also warte, kriegen wir jetzt Geld? Jetzt? Ja, 1000. Oh Gott. Den hier noch ausladen. Boah, komm, geh runter. Nicht wahr sein. Mal hier nicht die Füße ausfahren, da schaukelt sich nicht ganz so sehr. Ach Mensch. Wie viel Geld hatten wir jetzt? Hast du was gesagt? 27k. Oh! Das heißt, mit dem Sägewerk sind wir gar nicht mehr weg, ja. Ja. 150 kam das, ne? 250. Da. Oh Gott, mach doch zusammen. Da kommen den wenigstens mit.
Achso, klar. Ich bin übrigens immer noch für euch am Suchen an der neuen Musikplaylist, deswegen wieder nicht wundern, aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, weil ich will auch nicht von 10.000 Interpreten oder was weiß ich, von 10.000 Interpreten von 10.000 Seiten Musik nehmen, weil dann ist die halbe Videobeschreibung mit Credits von Musikleuten voll. Das muss ja auch nicht sein. Das ist ja immer das Problem dann in der Sache. YouTube-Musik kommt leider auch nicht mehr so viel Neues, nein. Ich weiß nicht, so Country oder Folk-mäßig, das ist auch so das Problem. Das ist doch Country, ja? Ich hab hier Country drin. Passt ja. Halt einfach, ne? Ich würde gerade sagen, Rock passt mir nicht so ganz, ja. Oh ja, im Truck hast du auch gerne mal den Rocksender an, ne? Frag mal, Gliggy. Ja. Oh, die zu entladen wird natürlich jetzt echt schwierig. Weil die so groß und schwer sind. Das wird sowieso eine Diskussion, der Weg zur GC. Was hört man für Musik? Ihr seid unterschiedlicher Meinung, was das betrifft? Naja, Glicky ist halt so der Hardrock-Metal, so in der Richtung. Alles, was dahin geht. Und kann ich mir auch anhören, aber ich bin ja so mehr dann noch so der Typ, der halt so in Richtung Hardstyle und Co. geht. Oh mein Gott. Aber man kann sich halt auch mal so ein paar sinnlose Lieder antun, so ist es ja auch nicht. Hardstyle, na, das geht gar nicht. Ja, du. Ich höre jetzt auch nicht mehr, also früher habe ich es noch aktiv gehört, heute auch nicht mehr so. Ich meine, man kann sich heute, gut, heute höre ich eigentlich auch fast alles. Man kann sich sogar mal Wolfgang Petri geben, das ist auch kein Problem. Kommt drauf an, ne, wie viel man Indus hat. Gefallen muss es. Ja, es muss eigentlich nur leicht mitbrüllen sein. Einfache Musik halt. Da kannst du mal Wolfgang Petri halt spielen. Oder Rolf Zukowski, je nachdem. Aber da musst du dann schon ganz tief sein. Das höre ich beides nicht, von daher. Rolf Zukowski? Da bin ich wahrscheinlich noch zu jung. Für Rolf Zukowski auf jeden Fall. An der Weihnachtsbäckerei, das müsst ihr doch kennen. Ja, jetzt musst du es eigentlich kennen, wer deine Kleine. Na gut, nee. Erst noch ein paar Jahre, aber spätestens dann müsst du singen können. Mhm. Sing mal. Sing du doch mal. Ich bin kein Vater. Ich kenn's ja nicht. In der Weihnachtsbäckerei, die Lieder wirst du doch wohl kennen, oder? Nee, wirklich nicht. Das sind stinknormale Kinderlieder. Die gab's auch schon in dein Zeitalter. Naja, Zeitalter, Junge. Komm ich aus der Bronzezeit. Oder aus dem Mittelalter hier. Es gibt ja so nicht sagen, solche Kinder, solche Kinderlieder wie in der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei ist schneit in Sinne Scheiße, das musst du doch alles kennen. Nö. Mein Gott, du bist ein Kinder 80er, da gab's das schon. Gut, da gab's Rolf Zukowski, glaube ich, noch nicht so aktiv, aber. Ich weiß es nicht. Was kennst denn du noch für Kinderlieder? Boah, was weiß ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was machen wir mit dem ganzen Krempel, der hier liegt? Sollten wir erst mal liegen lassen, das wollte Clicky dann ja einsammeln irgendwie. Und dann sollte man noch den Häcksler mit rein, den Pierce Nester und so weiter und so weiter. Ach, den Häcksler, ja, der fehlt auch noch. Zeiten, den du da haben wolltest. Da. Ja. Oh. Das war so nicht geplant. Geht er etwas am Steilhang hier, der Gute? Gerade M hat das halt noch nicht gemacht. Lass ihn rausfliegen, schiss da drin drauf. Kannst du rein theoretisch auch schon was mitnehmen, wenn mich jetzt nichts täuscht. Ja, passt eh nicht mehr drauf, jetzt unsauber. Liegt irgendein Baumstamm, der unsichtbar ist, in dem Boden gebackt. Überleg gerade, na gut, komm, schaffe ich das auch noch hin. Ich weiß nicht, was mit dem Rad. Achso, mit dem Radlader, brauchst du den aktuell? Ja, den Radlader mit der großen Zange nicht, ich habe ja den Teleskoplader. Okay. Das ist ein scheiß Kran da drin. Weil ich brauche ja jemanden, der mich jetzt hier ablädt. Achso, ja, oder?
funktioniert ja auch schon so ohne, habe ich gerade gehört. Ablehnt oder umschmeißt. Ja, bin ja unterwegs. Ich glaube, das können wir heute echt mal ein bisschen lauter machen hier. So, Randy ist unterwegs. Zum Abladen bereit, zum Abladen bereit. Och Mann, wo will mein Häcksler? Der ist bestimmt auch sehr teuer, oder? Der war irgendwas bei 300.000 oder so. Was machst du? Ich guck grad, ob der das mal weitermachen kann. Du eigentlich mit den zwei Zangen zwischen die Zagen hier fahren. Ja, genau. Ja, aber minder. Alter, dafür kriegst du vorne die Schnauze nicht richtig auf. Ja, mehr ist da nicht. Guck mal, wo ich schon zu hin, warte mal. So. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Jedes Mal nach dem Entladen einen neuen Anhänger kaufen. Ach. Kannst du noch höher? Ja, komm, fahr zurück. Ja, 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 weiter, weiter, weiter. Aber nicht so in den Sinne, warte mal, da müsste ich dir mal kurz. Fahr zurück? Kippen ja, um? Ja, aber ich müsste noch weiter in die Fläche reindrücken, deswegen. Das hat ja gerade ja, noch nicht so geklappt. Mach halt jetzt. Das geht schon. Kannst du ein bisschen hinterschieben jetzt? Oh Gott. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die Richtung ist vielleicht nicht so gut. Jetzt hat's gehagelt. Nicht ganz so wild, ne? Ja, ich muss ihn sowieso noch mal, oder? Nee, ich glaube, bleib doch so stehen. Was machst du denn? Lass mich das mal anhängen. So, jetzt halt. Oh. So, aber jetzt hast du wenigstens genug Platz. Okidoki. So, wie sieht's zeittechnisch aus? Haben wir noch? Oh. 2 Minuten, ja. Auf die Schranke. Oh. Rüber über die Straße. So, und Vollgas zurück hier. Oh. Wie viel Kohle? 292.000. Also rein theoretisch könnten wir es uns leisten. Dann kaufen wir ein Sägewerk. Nächste Folge. Nächste Folge. Ja, das war zu weit hinten. Richtig. Da ich den hier rein, dann kannst du den besser beladen, würde ich sagen. Ein Haufen Holz vor der Hütte. Ja, jetzt müssen wir halt schauen, wie weit wir hier noch wegroden. Die hier würde ich fast Langholz machen. Die hier vorne stehen. Halt gucken, wie wir die verladen kriegen und wo. Und hier oben so ein bisschen. Hier könnten wir eigentlich, naja. Hier den schnapp ich mir noch, den Kollege. Das brauchen wir Tatsache. Dann sage mal so. Mach doch mal jetzt das für ein Kackding hier. So. Mal rüber zu fahren, müssen wir natürlich in die andere Richtung lenken. Okidoki.
Wir sind erstmal fertig für heute. Deswegen danke mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Morgen wieder, wenn ihr mögt. Dann lassen nicht vergessen. Und bis dann. Tschüss.